Herzlich willkommen bei Connector Talk der Schweizerischen Post und von PostFinanz. Mein Name ist Eileen Zumstein und ich begrüße Naomi Meron. Sie ist CEO und Mitgründerin von Meetmaker, einer Influencer-Marketing-Agentur in Zürich. Influencer-Marketing ist heute nicht mehr wegzudenken, vor allem in gewissen Branchen und Bereichen wie Reisen, Kosmetik, aber auch Mode. Naomi, welche Trends beobachtest du aktuell beim Influencer-Marketing in der Schweiz? Ich sehe ganz verschiedene Trends auf verschiedenen Ebenen. Einerseits hat sich das Bewegtbild durchgesetzt, also auf TikTok oder mit Reels auf Instagram ist immer mehr eigentlich, dass Influencer mit Bewegtbild arbeiten. Die Creators sind auch immer kreativer geworden und man hört auch immer wieder, dass die Reichweite mit Bewegtbild einiges höher ist. Das ist bestimmt ein Trend. Dann sieht man auch, dass Erlebnisse vor Ort immer mehr mit live dokumentiert werden und nicht mit Stories, sondern direkt. Das gibt ein bisschen mehr Nähe, mehr Authentizität zu den Usern. Wobei Authentizität ist immer ein bisschen ein schwieriges Wort. Es gibt eigentlich keine Authentizität in den sozialen Medien. Es ist ja alles gestaged, es ist alles geplant. Aber was man beobachten kann, ist vielleicht ein bisschen mehr Nähe zur Realität, dass man mal ungeschminkt vor die Kamera tritt, dass man mal ein Fail zeigt, dass man eigentlich ein bisschen mehr zeigt, wie das Leben tatsächlich wirklich ist. Das ist bestimmt auch ein Trend. Dann auf der Seite der User kann man sehen, dass vor allem die Jungen die Werbung, also klar definierte Werbung von Influencern, sehr akzeptieren. Im Gegenteil, sie suchen sogar danach, sie suchen nach Tipps, nach Tricks, sei das von Schminken, Produkten, Produkte-PR bis zu eben Reisen. Die suchen nach solchen Tricks und das wird immer mehr akzeptiert, viel mehr als Sponsored Posts. Das ist ganz bestimmt ein großer Trend. Von da kommt man eigentlich noch zu meinem letzten Trend, das wäre eigentlich das Online-Shopping. Das ist natürlich durch die Pandemie noch viel, viel stärker geworden. Aber wenn natürlich User sich mit Influencern identifizieren, identifizieren sie sich auch mit den Produkten, die sie präsentieren. Und so ist natürlich der Shopping-Prozess bereits im Gange. Einige Trends hast du da jetzt aufgezählt. Man sieht es auch immer, wie mehr Unternehmen, die setzen auf Influencer innerhalb ihrer Marketingaktivitäten. Wie geht man das ganz genau strategisch an? Wie integriert man Influencer in das eigene Marketingkonzept, Naomi? Es hat sich eigentlich ja nicht so viel verändert. Also die Konzepte, wie man sie früher vielleicht in Werbeagenturen oder vor allem in PR-Agenturen geschmiedet hat, sind noch dieselben. Es ist ein großer Unterschied, man erreicht die Zielgruppe nicht mehr über Medien oder Medienarbeit, sondern eben über die Influencer, die den Kontakt zur Community hat, wo man eigentlich hinein möchte. Das ist ein großer Unterschied. Aber hat man mal die Strategie und die Ziele und Zielsetzungen definiert, dann sieht man relativ rasch, ob Influencer-Marketing überhaupt zielführend sein kann, ob man mit Hilfe von Influencern in diese Zielgruppe kommt und dort Botschaften platzieren kann. Authentizität hast du vorher angesprochen, auch, dass man mal ungeschminkt vor die Kamera geht. Was braucht es sonst noch, damit eine Influencer-Marketing-Kampagne erfolgreich ist? Influencer, also ganz wichtig ist der Brand-Fit und der Influencer-Fit. Also man sucht sich die Influencer so aus, damit sie auch die Werte und auch die Sprache des Unternehmens eigentlich in ihre Community tragen. Einfach mit ihrer Sprache, in ihrer Umsetzung, mit ihren Bildern und Videos. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man nicht auf die richtigen Influencer setzt, dann hat man einen Streuverlust, den man natürlich nicht wettmachen kann. Wichtig ist aber auch, dass die Community echt ist, dass das wirklich echte Fans sind, die interagieren und nicht eingekaufte Fans. Das bringt natürlich auch nichts für eine Kampagne. Und dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wie das Storytelling daherkommt. Also die Influencer sind ja heutzutage fast eigene Werbeagenturen. Er oder sie kreieren von der Idee bis zur Umsetzung alles selber und sind auch noch Mediaagentur mit ihrer Reichweite und ihren Plattformen. Von daher ist es wichtig, wie sie die Geschichte verpacken, wie sie das Produkt oder die Dienstleistung oder die Botschaft in eine Geschichte verpacken und wie sie die umsetzen und wie die nachher dann natürlich bei der Community ankommt. Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig.
Es gibt so viele Influencer weltweit sowieso. Die einen haben viele, die anderen haben weniger Followers. Die Unternehmen haben mehr Budget, weniger Budget. Oft stellen sich ja auch gerade kleine Firmen, KMUs, auch die Frage, ja, in wen investieren wir jetzt? Welchen Influencer nehmen wir mit mehr oder weniger Followers? Gibt es hier ein Rezept, irgendwelche Tipps, die du hier mitgeben kannst, Naomi? Natürlich ist es budgetabhängig, das ist ganz klar. Große Influencer verlangen natürlich für Content auch mehr Geld, aber es gibt auch kleine Influencer und da finde ich, darf man den Unterschied auch machen, wie qualitativ der Content ist. Und für guten Content muss man zahlen, ob das jetzt eine große Reichweite hat oder nicht. Das finde ich ganz wichtig eigentlich im Influencer-Marketing auch. Weil es geht ja auch nicht nur darum, dass man über die Influencer-Content an deren Community ausspielt, sondern es ist auch eine Strategie zum Beispiel, dass man eben Content so kreiert, dass man das für die eigenen Kanäle, fürs Unternehmen selber auch einsetzen kann. Weil das ist ja ein großes Thema, Content-Marketing. Man muss immer Content ausspielen. Die Influencer wissen, wie es geht. Die Influencer können das gut oder die Creators. Und das ist auch eine Strategie, dass man die eben dann mit ins Boot holt und für einen eigentlich Content kreieren lässt, die man nachher selber ausspielen kann. Eine Sparte sind ja auch sogenannte Business-Influencer. Welche Bedeutung schreibst du denen zu? Business-Influencer, früher waren das Testimonials. Es hat sich eigentlich, wie gesagt, nicht so viel verändert. Es sind die gleichen Mechanismen, die spielen. Das sind halt einfach Influencer, die in einem gewissen Umfeld Einfluss haben oder eben eine starke Reichweite und auch etwas zu sagen haben. Viele Influencer, erfolgreiche Influencer sind eigentlich Leute oft aus dem Journalismus, die kommen aus dem Marketing, sind selber PR-Berater, Beraterinnen gewesen. Also die wissen, wie das läuft und das ist sicher wichtig und das ist eigentlich eine neue Form, wie man eben an andere Zielgruppen können. Influencer machen ja auch nicht nur Instagram oder TikTok, sie können natürlich auch ihre ganzen Informationen auf ihrem Blog noch anbieten, wo sie dann auch wieder auffindbar sind, was sicher bei B2B oder im Business sehr, sehr wichtig ist. Zum Schluss, Naomi, welche Fehler oder auch Missverständnisse sowohl auf Seite der Unternehmen wie aber auch auf Seite der Influencer tauchen in der Praxis auf und führen zu Problemen und wie löst man dann diese? Ja, das ist ein bisschen wie im Leben selber. Wenn man die Erwartungen nicht klar kommuniziert, kommt es zu Missverständnissen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Briefing schreibt als Agentur oder als Unternehmen, je nachdem, wer der Auftraggeber ist. Darin kann natürlich auch Kampagneziele rund um den Brand Informationen drin sein. Da muss aber auch Timing, Hashtags und so weiter müssen einfach klar umschrieben sein. Für einen Influencer ist es wichtig zu wissen, muss das Produkt im Bild sein? Wie darf es, wie muss es abgebildet sein? Darf ich gewisse Begriffe brauchen oder muss ich gewisse Begriffe in meinen Texten brauchen? Das ist ganz wichtig. Je mehr Informationen man hat, je klarer der Rahmen, desto weniger Missverständnisse. Und dann ist der Trick natürlich trotzdem dabei, bei so vielen Regeln den Influencern so viel Spielraum zu lassen, dass sie trotzdem noch selber kreativ sein können. Naomi, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Gerne könnt ihr den Talk bewerten. Ich bedanke mich herzlich für euer Interesse. Eileen Zumstein für Connector Talk der Schweizerischen Post und vom PostFinance.